Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer aus Wurmanskwick beim Bayern Camper. Ihr seht, ich fühle mich hier wohl, deswegen bin ich auch schon wieder da und Schick Zehlein 4.9 ist eine Karthago Bezeichnung und ja, schaut mal, der kleine Karthago sucht ein neues Zuhause. Der kleine Karthago ist natürlich völliger Quatsch, denn es ist kein kleiner Karthago, es ist ein, ja, wie ich finde, wunderschönes Fahrzeug. Nachdem es heute hier nicht so spiegelt, kann ich da mal ein bisschen länger für euch draufhalten. Dann sehen wir auch, wir haben ein Fahrzeug mit einer Länge mit 7,39 Meter, 2,27 Meter breit. Und ja, die Möglichkeit, auf 3,5 Tonnen zu fahren, was wahrscheinlich sinnfrei ist. Auch die Möglichkeit auf 4,25. Wir haben hier, ihr seht das schon, die schönen Busspiegel. Wir sind also schon in der Kategorie voll integrierter Liner. Und ja, wir schauen uns das jetzt an. Und ich denke, es ist eine gute Zeit, darüber nachzudenken, sich so ein Fahrzeug, was eben den Vorteil hat, dass es hier sofort verfügbar ist, anzuschauen, anzuschaffen, wie auch immer. Karthago typisch, hier schaut mal diesen riesigen, durchgängigen Doppelboden an. Wir sehen auch in der Mitte noch ein tiefes Fach, das schauen wir uns dann von unten an. Dann haben wir im Anschluss die Aufnahme für 2 11 Kilo Gasflaschen. Wir haben die Thoma Duo Control drin mit Crash-Sensor. Also haben da schon alles, was wir brauchen, um einen modernen, guten Standard zu erfüllen. Und dann haben wir auch etwas, das wirklich, wirklich toll ist, nämlich eine Heckgarage, die, ja, das ist einfach groß. Ja, da fahre ich auch mit 4 oder 5 E-Bikes, mit was auch immer. In der Mitte von der Heckgarage findet ihr hier den Zugang zum Frischwassertank. Das Ganze ist dann schön verdeckt, wenn es zu ist. Und ja, ein hübscher Rücken kann entzücken. Das kann auch der Karthago hier. Und ja, das ist schon schick, wie Schick Zehlein. Auf der anderen Seite auch wieder große Öffnung zur Heckgarage. Hier schon schöne Möglichkeiten, sich sein Equipment anständig aufzuräumen und auch immer wieder schön anzuschauen. Ist natürlich so ein schönes, aufgeräumtes Strom-Compartment. Wir haben hier noch einen Heizungsauslass, also auch die Heckgarage kann beheizt werden. Jetzt haben wir das Prachtstück mal von der anderen Seite und ja, er ist schon impulsant. Also da gibt es nichts. Was finden wir noch? Wir finden den Thoma Gaskamin. Wir haben hier die Toilettenkassette. Und im unteren Bereich haben wir nochmal ein Staufach. Wow, ist auch groß. Also es ist natürlich klar, bei Fahrzeugen in der Größe muss man nicht großartig darauf hinweisen, dass wir Wahnsinns-Staumöglichkeiten haben. Die haben wir überall. Wir haben hier überall die Klappen, auch hier schon die Möglichkeit der Durchreiche komplett über den ganzen Fahrzeugboden.
Und schauen wir uns vielleicht in Ruhe nochmal die Front an. Und das hat auch ein bisschen einen speziellen Grund, nämlich ist diese Front, einmal ganz drauf und dann gehen wir mal ein Stück nach vorne. Ihr seht hier, wie abgeflacht das ist. Und das hat natürlich den Hintergrund, dass der Fahrer den Raum vor dem Fahrzeug viel, viel besser einsehen kann, was natürlich merklich zur Fahrsicherheit beiträgt. Ja, was gibt es noch Tolles zu sagen? Das schauen wir uns drin an. Wir haben hier 2x90 Amperestunden Aufbaubatterien schon drin. Wir haben Euro 6, wir haben das Baujahr 2019 und jetzt gehen wir doch mal rein in das schöne Fahrzeug und starten hier vorne. So, ich denke, ihr könnt das sehen. Ein fabelhaftes Bild, das nicht einlädt, schön zusammenzusitzen, dann weiß ich es natürlich auch nicht. Über der Tür haben wir hier die Steuerung für die Heizung und den Rest des Fahrzeugs. Dann geht es weiter mit dem ersten Staufach. Und, ah ja, das sollte ich vielleicht noch zeigen. Schaut mal hier, ich meine, das ist natürlich Karthago-typisch, ja, Beschläge, die solche Türen auch einfach gleiten lassen. Und dann machen wir die zu und dann macht das Klack und fertig. Hier im Eck jeder Platz genutzt. Wir haben hier noch Pushlock-Klappen, da vorne noch einen Stauraum. Ihr seht das schon, wir haben hier ein Hubbett an Bord. Das schauen wir uns natürlich nachher auch noch im Detail an. Und vielleicht gern mal den Blick nach vorne raus, dann seht ihr, was ich vorhin gemeint habe, wie das hier abflacht. Und das heißt, ich sehe wirklich direkt beim Fahren schon den Boden vor dem Fahrzeug. Ja, also wahnsinniger Sicherheitsaspekt. Gut, natürlich hat das Fahrzeug hier dieses schöne Pioneer-Gerät. Wir haben eine Automatik. Und zwar handelt es sich dabei noch um das automatisierte Schaltgetriebe. Und zu diesem automatisierten Schaltgetriebe kann ich euch aus eigener Erfahrung eine Kleinigkeit erzählen. Ich durfte die schon fahren. Ich habe sie ganz ehrlich, kategorisch abgelehnt. Und ich habe sie einmal im Teilintegrierten gefahren, ich habe sie einmal in einem Liner gefahren. Im Teilintegrierten hat sie mir nicht so gut gefallen und umso überraschter war ich im Liner. Da ist es nämlich, ja, wie soll ich das sagen? Egal, da ist es schön zu fahren. Was ist denn mit diesem automatisierten Schaltgetriebe? Das ist natürlich ein bisschen träger, aber bei einem schweren Fahrzeug, so wie ich es hier habe, spielt das in meinen Augen überhaupt keine Rolle. So, dann haben wir den Stauraum über der Sitzgruppe. Und schaut mal her, es ist natürlich klar, wir haben hier eine Fahrzeuglänge. Dementsprechend haben wir natürlich auch Wahnsinnsplatz. Ja, und das, sowas mache ich halt immer gerne, immer wieder, dass ich sage, schaut mal, ja, das läuft. So, viel Licht und ja, schau, die Sonne scheint rein. Da haben wir das Hubbett. Ich denke mal, die Beleuchtung ist an und ihr seht jetzt hier wahrscheinlich blinkende Lampen. Das ist aber, also hier, wenn ich drauf schaue, blinkt gar nichts. Das ist dann immer der Technik geschuldet beim Filmen. Also vielleicht blinkt es vielleicht auch nicht, aber hier in Live blinkt gar nichts. Karthago typisch beleuchtete Gläser
Vitrine und über dem Küchenblock wieder unterteilte Fächer, wo sicherlich alles Platz findet. Schönes Dekor und zwar auch abgegrenzt. Das heißt, hier habe ich eben diese rein braune Optik und im Küchenbereich gehe ich dann in gemischt mit Weiß-Hochglanz. Auch hier schöne Ablagemöglichkeiten. Die schöne typische Karthago-Eieruhr darf natürlich auch nicht fehlen. Und dann finden wir im Küchenblock einen Drei-Flammen-Kocher und zwar sehr massiv. Ja, also ihr seht, dass hier die Roste erstens mal leicht zum Entnehmen, zum Reinigen und das Ganze ist wirklich eine massive Geschichte. So, und da klappert nichts und da rappelt nichts. Ich kann hier die eine Flamme zulassen, wenn ich sie nicht brauche oder eben dazu nehmen, wenn etwas größer aufgekocht wird. Rundes, tiefes Waschbecken, wovon ein Teil des Deckels, wie ihr das hier sehen könnt, schon als Ablagemöglichkeit dient. Also entweder habe ich das Ganze verschlossen oder hier als Ablagemöglichkeit eingehängt. Dann haben wir natürlich die Möglichkeit, hier eine Kaffeemaschine zu platzieren und wenn eben kein Kaffee benötigt wird, dann fahre ich die einfach wieder hoch und die ist aufgeräumt. Auch ein angenehmes Feature. So, Küchenblock. Da ist er, natürlich sehr schön beleuchtet. Starten wir mal oben. Schöne Schublade, super unterteilt. Läuft natürlich alles fantastisch. Soft Close, klar, brauchen wir eigentlich gar nicht drüber reden. Und hier auch wieder mit Flaschen einsetzen, damit alles gleich schön aufgeräumt ist, nichts klappert. So, machen wir das wieder zu. Dann finden wir hier das Thema Mülleimer. Und ich habe das ja schon in einigen Videos angeschnitten. Ist immer ein bisschen unscheinbar. Ja, muss man denn vom Mülleimer reden? Ja, muss man. Weil das kommt unweigerlich. Dann gehen wir weiter zum nächsten. Auch wieder sehr schön unterteilt. Und unten haben wir noch eine dritte, da finden wir das gleiche. Also super viel Platz. Und auch in diesem schönen Weiß mit diesem gebürsteten Streifen drin. Also optisch wirklich schön und hier haben wir noch mal die Möglichkeit, Flaschen zu verstauen. Also jeder Platz sinnvoll genutzt. Die Möglichkeit, alle möglichen Lichter hier zu bedienen und natürlich haben wir hier auch so schöne Lichtelemente, was am Abend sicherlich super, super schön ist. Neben dem Kühlschrank finden wir, ich gehe mal von einem Apothekerschrank aus. Genau so ist das. Und oh, der läuft so schön weich. Das macht Spaß. Schauen wir uns den ein bisschen aus der Distanz an. Also hier auch unwahrscheinlich viel Platz, um Flaschen, Gewürze, was auch immer unterzubringen. Und dann sind wir schon beim schönen großen Dometic-Kühlschrank mit separatem Eisfach. So, da ist es. Jawohl. Gut, was haben wir denn noch? Wir sind über Bodenfächer gegangen. Die schauen wir uns jetzt nochmal an. Und zwar, das sind auch diese schönen Verschlüsse hier. Und dann, das habe ich ja gesagt, schauen wir uns noch von innen an. Das ist der
Boden, der komplett durchgeht und aber noch diese Vertiefung hat. Also die Vertiefung, die ich hier von innen erreiche für, keine Ahnung, Wasserkisten, Bierkisten, was man denn eben einfach dabei haben möchte. Wir sehen links das Frostventil vom Wassertank. Das heißt, dieses Ventil würde automatisch auslösen bei zu niedrigen Temperaturen und dann eben das Wasser automatisch ablassen, damit das System und der Boiler keinen Schaden nehmen. Ja, was haben wir hier noch Feines? Aha, jawohl, kleiner Schuhschrank. Gefällt mir gut. Ich mag das, wenn es die Möglichkeit gibt, dass alles immer einen aufgeräumten Platz hat. Und hier haben wir in der Mitte vor der Küche, ja, auch noch ein Bodenfach. Ja, da kann man sich fast reinsetzen. Also Platz ohne Ende sozusagen. Gut. Und wenn wir schon am Boden krabbeln, dann nehmen wir das noch mit. Und hier finden wir den Frischwasser- und Abwassertank. Hier habe ich also die Möglichkeit, manuell abzulassen, also nicht über den Frostwächter, sondern wenn ich es rauslassen will, lasse ich es raus. Oder ich stelle es in die Fahrwasserstellung. Das heißt, hier kann ich nur bis zu einem bestimmten Punkt füllen und eben mein Brauchwasser für die Fahrt mit dabei haben. Wunderbar. Ja, dann geben wir uns doch mal hier den Blick nach hinten in diese schöne Längsbettenwiese, kann man schon fast sagen. Also das sind jetzt hier die Längseinzelbetten. Und da machen wir dann natürlich auch noch mal einen kleinen Schwenk. Ihr seht das ringsrum. Staufläche, also wirklich, das ist richtig, richtig angenehm. Das hat Wohn- und Wohlfühlcharakter. Und wir haben hier vorne die Stufe zum Einsteigen in das Bett. Und diese Stufe kann ich komplett rausziehen. Und dann habe ich eben hier noch ein zusätzliches Polster, was da reinkommt, und mache damit dann mein Bett einfach zur Liegewiese. Schiebe das Ganze wieder rein, dann ist es aufgeräumt. Auch sehr schön. Das gefällt mir wirklich ganz, ganz gut. Wir haben hier auf der rechten Seite einen Kleiderschrank und hier ist das Polster eben, um das Bett zu erweitern. Dieser Kleiderschrank hat einen Lift. Das heißt, ich kann von hier vorne habe ich Zugang zu dem Kleiderschrank. Hier ist auch eine Lampe, die jetzt nicht in Betrieb ist. Das heißt, der ist dann später auch beleuchtet. Und ich habe auch einen Lift. Das bedeutet, diesen Teil hier vom Bett kann ich nach oben klappen und habe dann Zugang eben auf Wäscheteile, die ich aufgehängt habe. Also wirklich sehr bequemer Zugang, und das Thema habe ich auf beiden Seiten. Ja, wirklich toll gemacht. Entweder von oben den Zugang oder eben über die Tür, die man dann aufmachen kann, und unwahrscheinlich viel Platz. Ja, hier oben haben wir noch mal die Möglichkeit, entweder dieses Fach als Staufach zu nutzen oder sicherlich auch umzubauen, um da noch einen Fernseher versenken zu können, den ich dann rausziehen kann und aus dem Bett Fernseh schauen kann. Ja, und wie sieht es denn dann mit der Privatsphäre aus? Also erstmal hier der schöne Blick nach vorne. Und das Thema Privatsphäre, das heißt, einer möchte seine Ruhe, möchte ein Buch lesen,
oder schlafen oder was auch immer. Und dann wird das hier verschlossen. Und ihr seht schon, diese Türen sind nicht gerade angeordnet, sondern das ist ein ganz pfiffiges System. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Und dementsprechend gut schaut das natürlich auch aus. Das heißt, ich habe jetzt hier einfach den abgeschlossenen Schlafbereich, habe meine Ruhe und vorne kann ferngesehen werden oder was auch immer. Dann mache ich hier diese Türen wieder auf und alles ist gut. Theoretisch ist das Ganze sogar noch doppelt verschließbar, denn wir haben ja hier auch ein Bad mit der Möglichkeit, ein Raumbad zu generieren. Und schaut mal, das ist natürlich schon, ja, wie ich es gesagt habe, ich meine, bei der Fahrzeuglänge haben wir natürlich alles wesentlich großzügiger. Hier die Toilette und das Waschbecken und alles schön verspiegelt, super beleuchtet. Also wirklich schön. So, und jetzt habe ich die Tür verschlossen. Das heißt, der vordere Bereich ist abgegrenzt. Ich bin dann quasi in meinem Raumbad. Und jetzt habe ich sogar an dieser Türe, ich hoffe, ich kann euch das zeigen, habe ich nochmal eine Tür. Und die ist magnetisch gehalten. Und wenn ich daran jetzt ziehe, dann kann ich diesen Toilettenraum nochmal separat zumachen. Alles ein bisschen schwierig, dass ihr das erkennen könnt. So, schau mal. So, jetzt ist die Toilette zu. Ich könnte den Schlafbereich auch nochmal verschließen und dann ja, wäre theoretisch die Möglichkeit, einer ist im Bad oder auf der Toilette, einer geht duschen und einer geht schlafen. Nur mal so als Möglichkeit. Gut, dann machen wir das Ganze wieder auf und sind dann in der Dusche. Hier, wunderbar. Holzeinsatz raus und los geht das Duschen. Ja, auch hier schöne große Dusche. Wir haben hier die Möglichkeit, das eben so zu verschließen. Also nichts Duschvorhang oder so. Sehr schön. So, dann haben wir gesagt, das Fahrzeug hat ja ein Hubbett. Und ich genieße es natürlich besonders, wenn das jetzt nicht ein Messefahrzeug oder etc. ist, wo man einfach nicht rumspielt, sondern man euch auch dieses Thema Hubbett zeigen kann. Und das mache ich jetzt. Ich baue das schnell um. Und dann schauen wir uns das Hubbett an. So, und da sind wir schon zurück mit 1,95 Meter mal 1,60 Meter Liegefläche im Hubbett. Und das Ganze hat auch ein Hickey oben drüber. Also wir haben Licht, wir haben auch hier Licht für die dunkle Zeit und ihr seht schon, ich kann das Ganze noch mit einem Vorhang hier zumachen und habe dann einfach wirklich ein vollwertiges, schönes, großes Bett, was natürlich den zusätzlichen Schlafplatz für zwei Personen bietet. Also haben wir hier insgesamt vier Schlafplätze, es sei denn, Enkel oder so weiter, darf sich noch dazwischen kuscheln. Ja, und schon sind wir wieder in der Wohn- oder Fahrstellung, je nachdem. Das Hubbett ist wieder oben und das Ganze, es ist sicherlich bekannt, die Sitze müssen nach vorne umgeklappt werden und das Hubbett wird runtergezogen. Übrigens, es ist ein manuell zu bedienendes Hubbett. Die ganze Umbauerei in die Schlafposition dauert, ich weiß es jetzt nicht,
15 Sekunden, 20 Sekunden. Also das geht wirklich fix. Hier haben wir noch, das ist auch Karthago typisch, im Sitzbereich die Möglichkeit, ein Fernsehgerät anzubringen, das man dann versenken kann. Das ist dann immer aufgeräumt. Und ja, ich denke, es ist alles gesagt, es ist alles gezeigt. Es ist ein sehr, sehr schönes Fahrzeug, das viel Platz bietet, das einen unwahrscheinlich schönen Charakter bietet. Und ihr könnt das natürlich nach vorheriger Terminvereinbarung jederzeit bei der Firma Bayern Camper in Wurmanskwick besichtigen. Und ich bin mir sicher, dieses Fahrzeug ist wirklich einen Termin wert. Also ich bin schon wirklich begeistert. Unwahrscheinlich toller Wohncharakter. Und ja, wahnsinnig viele Facetten auch der Möglichkeiten. Diese Geschichte hier mit den verschiedenen Türen und so weiter. Ja, das Fahrzeug hat es geschafft. Camper Thomas ist begeistert. Ich hoffe, der ein oder andere von euch auch. Und wer weiß, vielleicht findet ja der einsame Karthago ein neues Zuhause. Ja, und einmal zeige ich euch noch den Ausblick nach vorne, weil ja, das ist etwas, was mich wirklich persönlich begeistert, diese abfallende Front. Und ich hoffe, ich kann euch das zeigen, dass hier einfach wirklich gefühlt da vorne wirklich gleich die Straße ist. Also ich fühle mich super sicher. Und ich habe auch noch was entdeckt, nämlich hier diese Dometic-Einheit. Und zwar ist das der Bildschirm, ein separater Bildschirm für die Rückfahrkamera. Das heißt, auch hier habe ich die Möglichkeit, diesen Bildschirm dauerhaft eingeschaltet zu haben. Also dauerhaft einen elektronischen Rückspiegel zu haben. Also ich sehe wirklich immer genau auch, was hinten passiert. Und wenn wir schon hier sitzen, haben wir dann nochmal den Ausblick zu den Busspiegeln. Wer das noch nicht kennt, mal einen Eindruck davon bekommt, wie sieht es denn hier vorne aus. Ist vielleicht auch mal nicht ganz uninteressant. Wir haben hier den anderen Busspiegel. Und ich würde sagen, wir haben alles dabei. Also, wie gesagt, wenn euch dieses Fahrzeug anspricht, wenn es euren Anforderungen entspricht, die ja bei jedem Camper unterschiedlich sind, dann wisst ihr, wo ihr dieses Fahrzeug findet und könnt es euch anschauen, macht einen Termin aus, wie auch immer. Und dann findet dieser schöne Karthago sicherlich bald ein feines Zuhause. In diesem Sinne bedanke ich mich natürlich wieder fürs Zuschauen, freue mich über jedes Abo, jedes Like, wie jeder andere auch. Und wünsche euch wie immer eine gute Zeit und wir sehen uns bald.